Was? Ach du meine Güte. War das der letzte? Geschafft! Gott sei Dank! Sarah, ihre Vitalwerte! Es tut mir leid, es tut weh. Ich kann kaum die Finger bewegen. Wie geht's Kate? Noch immer bewusstlos. Ihr Zustand ist kritisch. Ich habe sie im Stich gelassen. Sarah, aufwachen, bleiben Sie bei mir. Tut mir leid, Lorien. Jetzt sind Sie unsere letzte Hoffnung. Nein, bitte, aufwachen. Ich weiß, Sie schaffen das. Lassen Sie mich nicht allein. Sarah! Wow, sogar 2 Sterne. Krass. Hätte ich nicht erwartet. Kurz mal zurechtrücken da. The Survivor clear. Glückwunsch, dass der neue Spielcharakter freigeschaltet. Spieler ist Mary Lucy und erfahre den Rest der Geschichte. Aha, okay. Also sind es insgesamt 60 Story Level oder wie? Krass. Okay. Entschuldigung, dann machen wir, schließen wir mal, also sammeln wir da mal die Belohnung ein. Perfekt. Die Frage ist jetzt aber, gelten die Werte auch für sie? Mel Lucy, die Jägerin. Maßgefertigt. Okay, Blocked EMP, sehr interessant. Blocked EMP ist aber richtig geil. Ist das nicht diese, sind das nicht diese Elektroschocks, die von oben runterkommen? Wenn das blockt, erspare ich mir wahnsinnig viel Damage. Thema plus 60, FP plus 60, Gegenstandsdauer plus 20, hä? Angriff plus 35, FP-Regeneration plus 10. Ah, die Sachen von ihr sind billiger. Ah, ne, wir beginnen wieder bei 1. Schön. Fernroboter und Schild. Gegenstände kaufen. Okay, Schlüssel brauche ich nicht mehr. Das heißt, ich kaufe mir dann nur noch Teile. Ach, meine Nase juckt, Entschuldigung. Dann würde ich sagen, um da halt nicht so viel, um da jetzt nicht so... Ich weiß halt nicht, wir haben 11.000. Wir machen mal die TP auf 5 auf jeden Fall. 6 und den Rest machen wir auf Anzug. Ah, hoppala. Das machen wir auf FP. Ah ja, den Angriff habe ich ja auch ein bisschen gelevelt gehabt. Naja. Gut, dann würde ich sagen, viel haben wir da. Sind auch 30 Level, alles klar. Gut, dann machen wir weiter. Ich habe aber keine Stimme für die da, ich habe keine Ahnung. Puh, ich bin drin. Verdammt eng, dieser Luftschacht. Ich dachte schon, ich bleibe stecken. Da wären wir also und ich habe keine Idee, wo dieser Terrorist ist. Und die Funkverbindung zu diesem Mädchen hier ist auch abgerissen. Hm, sehr ruhig, ein bisschen zu ruhig. War die Party schon ohne mich gewesen? Was, Funk? Das ist ja die öffentliche Frequenz. Wer könnte das sein? Hallo, befindet sich noch irgendjemand im Gebäude? Bitte, melden Sie sich, wenn Sie mich hören. Klingt, als wüsste sie vielleicht, was hier los ist. Hallo, wer ist da? Gott sei Dank, sind Sie eine der Überlebenden? Nein, bin gerade erst eingetroffen. Habe ich den ganzen Spaß verpasst? Ich sehe gar keine Geiseln oder Schurken. Nein, noch nicht. Die Arbeiter stecken noch in der Klemme und meine Kollegen warten auch auf Rettung. Oh. Hohoho, damit komme ich ja doch noch die Chance, irgendwas zu zertrümmern. Klasse, danke für die Info. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Mary Lucy. Wer sind Sie? Lorien, Sicherheitschefin von Beholder Industry. Aha, Sie arbeiten für Beholder. Sind Ihre Kollegen so etwas wie eine Antiterror-Einheit? Könnte man sagen. Ich weiß nicht, wer sie ist. Ich kann ihr noch nicht alles erzählen. Vor allem nicht das von Kate. Okay, verstanden. Keine Sorge, ich regle das. Verlassen Sie sich auf mich. Vielen Dank, aber so ganz allein wird es bestimmt nicht leicht. Keine Sorge, mit meinem Gefahrenanzug ist nichts unmöglich. Ein Anzug kann einen erstaunlichen Fernroboter produzieren.
Hilft mir im Kampf, damit ich nicht allein dastehe. Sie hat zwar mit ausführlichen Erklärungen. Soll ich Ihnen mal etwas Cooles verraten? Ich kann sie explodieren lassen. Ein zweiter Klick und boom, alle Probleme beseitigt. Wie finden Sie das? Ziemlich beeindruckend, was? So einen Anzug habe ich noch nie gesehen. Produziert Roboter und jagt sie in die Luft? Hehehe, die restlichen Details sind streng geheim. Machen Sie sich keine Sorgen um mich. Können Sie mir den Weg zeigen? Ohne Hilfe verirre ich mich vielleicht. Natürlich, ich werde sie leiten. Alter, was für ein langes Gequatsche. Aha, und da unten... Meine Nase juckt gerade voll. Also, wir sind jetzt halt wieder voll dulli im Level her. Zack, zack. Und der dritte ist so ein Dreher. Ich habe immer das Gefühl, die greift langsam an. Oder kommt mir das nur so vor? Aha, ihr Dash ist, glaube ich, vom Gefühl her ein bisschen größer, oder? Und sie hängt dann kurz in der Luft. Das kann halt... Ist halt auch ein Nachteil, weil mich dadurch halt die Fähigkeit nachher stärker trifft, oder? Oh, der Damage ist krass. Ich muss mal diesen Fernroboter ausprobieren. Schild? Nein, nicht Overdrive! Oh Gott. Fernroboter. Aha. Ich verstehe. Das ist reparieren, ganz normal. Wie ist der Magnet? Der Fernroboter ist das hier. Er greift die echt an. Stirbt er auch irgendwann? Krass. Der ist krass, der Fernroboter. Aber ich glaube, der frisst ziemlich viel von diesem... von dem Mana. Oh, sie ist weitaus langsamer. Das habe ich mir aber irgendwie schon gedacht mit dem Hammer. Ja, und das Overdrive hilft halt auch nicht gerade. Die hat halt auch nicht gerade viel Leben. Ich hätte eher gedacht, wenn die so einen Hammer hat, dass die eher tankier ist oder so. Aber die geht halt nur auf mehr Damage. Aha, und ihr Angriff ist halt so ein... Oh ne, das ist ja gar kein kreisrunder Angriff, also der halt so einen Halbkreis abdeckt, sondern ist halt nur geradeaus vorne. Musst du halt schon genau treffen. Ist natürlich blöd. Ah, mit der kannst du nicht so schnell kämpfen. Der muss halt noch mehr dodgen. Noch mehr ausweichen. Alles einsammeln. Boss ist da. Ja, da beginnen wir jetzt halt nochmal. Mit den Dulli-Bossen wahrscheinlich. Ja. Ja, weil du jetzt die halt wieder von Anfang leveln musst. So, Boss ist tot. Der Fernroboter, der ist aber geil. So finde ich sonst ihr Kampfkit relativ, ja, bisschen anstrengender zum Spielen, muss ich sagen. So, wir machen gleich das nächste Level. Ah, auch wieder einfach nur besiege alle Gegner. Der Fernroboter ist außerordentlich. Seine KI und Unterprogramme sind sehr fortschrittlich. Das heißt aber nicht, dass sie außer Gefahr sind. Ha, ich habe noch mehr Asse im Ärmel. Überraschung, mit der Schildfähigkeit kann ich Geschosse abwehren. Ob innen oder dahinter, ich bin völlig sicher. Wow, sieht sehr stabil aus. Dürfte wirklich ein Beschuss standhalten. Hehe, beeindruckt? Sie müssten sogar einen Kugelhagel überleben. Könnte nützlich sein. Er schützt mich allerdings nicht vor Nahkampfangriffen. Für die Funktion blieb mir nicht genug Zeit. Schade, das wäre der perfekte Schutz gewesen. Naja, zu viele Funktionen können den Anzug überlasten. Aber ich merke es mir für meine zukünftigen Forschungen. Aha, okay. Der hat den Anzug selbst gebastelt, verstehe ich das richtig? Warte mal, warum habe ich gerade... Seht ihr das? Schaut mal auf die FP-Anzeige. Ich mache das hier und ich verliere FP. Ist das normal? Aha, das ist ja komisch. War das bei der anderen auch so? Ist mir nie aufgefallen. Man merkt, dass hier schneller die stärkeren Gegner kommen.
Das ist krass. Dass man FP verliert, aber sie regenerieren sich auch von selbst wieder bei ihr. Aha, jetzt nicht. Aber ich gerade nicht angreife wahrscheinlich. Oh, das habe ich jetzt nicht geachtet. Oh, gleich die Dicken. Aua. Ich mache das jetzt ohne den Hilfsroboter, soweit ich halt komme. Ich habe alle Fähigkeiten gezeigt, Entschuldigung. Und spiele jetzt einfach mal so, wie ich die andere auch gespielt habe, mit immer den gleichen Moves. Oh nein. Dämlichen Dreck. Aua. Oh nee, den kann ich wieder nicht. Oh, kein Schlüssel, schade. Eieiei. Geschafft. Makler, ein Sternchen. Nächstes Level, Level 3. Okay, ohne Zeitdruck, das ist angenehm. So viele. Hoppala. So viele Bauroboter, da können sie meine Fernroboter richtig austoben, zumindest bis in die Luft fliegen. Der Anzug ist wirklich einzigartig. So einen habe ich noch nie gesehen. Wie haben sie ihn gebaut? Nichts da, ich verrate Konkurrenten keine Betriebsgeheimnisse. Sehr klug, würde ich sagen. Die genauen Mechanismen kann ich Ihnen nicht verraten, nur so viel, er ist noch ein Prototyp. Ich hoffe sehr, dass er sich gut verkauft, wenn er fertig ist. Aber dann habe ich in den Nachrichten von diesem Gebäude gehört. Wenn ich den Terroristen aufhalten kann, wäre mein Anzug berühmt. Es wäre besser als jede Werbung, die es für Geld zu haben gibt. Da hat sie recht. Was? Sie sind also hier, weil... was ist los? Bauroboter sind wirklich gefährlich. Sie könnten hier sterben. Keine Sorge, mit diesem Anzug komme ich überall durch. Sagen Sie mir nur, wohin. Okay, verstehe. Man merkt sehr, dass die noch sehr kindlich ist. Die hat irgendwie nicht so einen Bezug zu Gefahren. Kann das anscheinend nicht einschätzen, weil sie denkt, ihr Anzug ist immer. Also übermenschlich und kann alles schaffen. Aber... allein schon, wenn ich das Wort Prototyp lese, weiß ich, dass der Anzug wahrscheinlich mehr Schwächen hat als positive Eigenschaften. Abgesehen von diesen Fernrobotern, die echt gut sein können. Aber ich glaube, selbst wenn ich die Fernroboter viel einsetze, ich glaube, die Gegner werden die Fernroboter nicht fokussen, sondern nur mich. Die Musik ist auch ein bisschen anders, fällt mir gerade auf. Das finde ich cool, dass sie da so einen zweiten Strang mit... dass sie da andere Musik eingebaut haben. Das ist ja richtig cool. Ey! Die greifen halt so schnell an, die Großen. Probieren wir das mal aus. Nein, die gehen auch auf den Fernroboter. Das ist ja interessant. Das ist ja sehr interessant. Die können fokussen und dann habe ich ein bisschen Ruhe. Bis der halt kaputt ist natürlich. Das ist mega cool. Ich glaube, dann werde ich den immer bei Bosskämpfen verwenden, um mir da ein bisschen mehr Ding zu beschaffen. Um mal halt das Kleingetier wegzumachen. Der macht halt wenigstens ein bisschen Schaden. Boah, und den kann ich sogar leveln, den Bauroboter. Ah, den Hilfsroboter da. Hey. Ja, der lebt halt immer noch. Ja, wenn nicht gefokust wird, dann stirbt er nicht. Das ist halt mega lustig. Oh, leider kein Schlüssel, schade. Das ist echt cool, ein cooles Design. So, Level 4. Ah, Wellen. Ah, und kein Gequatsch, das ist sehr angenehm. Das wird sonst sehr anstrengend für meine Stimmbänder. Also die von dem kleinen Mädchen nicht. Ich weiß, die Stimme passt gar nicht, aber das macht das Ganze vielleicht ein bisschen lustiger.
Mir ist jetzt gerade auf die Stelle nichts anderes eingefallen. Aber die Lorien-Stimme ist halt nicht easy. So, Lilly, Welle 2. Merkt ihr, es kommen hier schon schneller. Also bis jetzt gibt es noch nichts Neues. Ich bin gespannt, ob was Neues kommt. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ich denke halt mal schon. Aua. Ja, das ist halt, die Reichweite ist halt von diesem Schlag halt so lächerlich. So, Welle 3. So, Hilfsroboter, komm mal her da. Ah, das ist sogar eine Info kommen mit der Fernroboter wurde zerstört. Achtet den alleine wahrscheinlich, oder? Schlüssel, Schlüssel? Ne, ich glaube kein Schlüssel, oder? Ne. Wow, 3 Sterne, krass. Also ich möchte für dich auf jeden Fall auch den Verteidiger anzukaufen. Oh, übrigens hatte ich Kontakt mit jemandem, der hier drin festsitzt. Geht es ihr gut? Es gibt nur eine Person, die sie erreicht haben könnten. Ist es möglich? Das Bild war verschwommen, aber sie hatte einen schwarzen Gefahrenanzug an. Einen schwarzen Anzug? Da muss es Sarah gewesen sein. Sie ist es, die auf Rettung wartet. Sie heißt Sarah O'Connell, sie überwacht hier vor Ort das Bauprojekt. Gut, das dürfte die Medien noch mehr interessieren. Aber warum ist sie geblieben und hat sich erwischen lassen, anstatt zu fliehen? Sie hat bei den Rettungsarbeiten geholfen und dann... Wow, was für eine Heldin. Ich würde ja nie auf diese Art meinen Hals riskieren. Dabei müsste auf jeden Fall was für mich rausspringen. Katsching! So habe ich früher auch gedacht, jetzt nicht mehr. Na, sieh mal eine an, Miss Herablassen ist aber jetzt unwichtig. Solange ich hier als reiche Frau hinausspaziere, dürfen sie glauben, was sie wollen. Auf geht's! Alter, wo sind die dagegen gelaufen? Ohne Witz jetzt. So, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Das heißt, ich quatsche jetzt mal kurz ein bisschen weniger. Wir verwenden jetzt einfach den Heal und machen da jetzt nicht alle Kisten auf. Ah, das ist ja interessant, so einer Zwischending. Ah, so Bomben schon wieder. Ja, läuft's alle gegen meinen Mini-Roboter hier. Ja, schön. So, Zone ist fertig, dann noch den Heal. Und wir spazieren gleich zum Boss, wir haben keine Zeit. Zack, zack und zack. Zack, zack und zack. Passt, der ist weg. Die macht eindeutig mehr Damage. Deswegen sind die meisten Gegner, außer die ganz dicken, eigentlich One-Shot, oder? Zack. Oh, wir haben es geschafft. Krass. Okay, hätte ich nicht gedacht, dass wir das so schnell schaffen. Oh, auch gleich 3 Sterne. Wieder ein Schlüssel. Perfekt. Dürfen wir jetzt nicht vergessen, dass wir die Schlüssel immer bei den Arbeitern verwenden, weil sonst können wir mit den Schlüsseln nichts machen. Oh nee, schon wieder Zeitdruck. Oh nee, die da, die mag ich ja gar nicht, diese fliegenden Mülltonnen. Fliegende Mülleimer sind wieder da. Also mit der Massive Kill zu machen, ist halt viel einfacher. Aua. Boah, wie viele sind das noch? Lass mich da jetzt mal durch. So, da geht's lang. Dieses Zwischending, dass man da jetzt auch mal um die Ecke muss, finde ich cool. Aua. Boah, die greifen so schnell an, teilweise schneller als ich. Dann werde ich halt in meinem Angriffsding unterbrochen.
Das ist halt urdämlich. So, Zone geschafft. Ah, nee, nee. Wollen zum Boss. Einfach nur das Level schaffen. Der Rest ist mir egal. Zack, zack, zack. So, mein kleiner Mini-Roboter. Oi, ui, ui, ui. Wurde ich rangezogen. Alter, der hat den Boss einfach alleine platt gemacht. Und einen Schlüssel, geil. Zack. Jetzt haben wir's. Perfekt. Ich hoffe, man hört das nicht so, dass er immer wieder meine Nase rubbelt, weil die so juckt. Ah, Stress schon wieder. Sarahs Vitalwerte werden schlechter. Mary, Sie müssen sich beeilen. Ich gebe hier mein Bestes, ganz ruhig. Was ist denn plötzlich los? Sarah, geht es nicht gut, sie wird zunehmend schwächer. Puh, hey, ich sag Ihnen was. Ich bin müde, ich gebe hier mein Bestes. Eine Rettungsmission ist nicht gerade meine oberste Priorität. Ich muss vielmehr dieses Gebäude räumen. Ah, aber... Ich verstehe Ihre Sorge um Ihre Freundin, aber das hat nichts mit mir zu tun. Wenn Sie hier weiter rumjammern, trenne ich die Verbindung. Verstehe, ich werde kooperieren. Gut, keine Sorge. Falls ich Ihrer Freundin begegne, werde ich versuchen, sie zu retten. Dann werde ich sogar noch berühmter. Alter, die ist ja komplett kernbehindert, die Frau. So ein egoistisches Drecksbalg einfach. Boah, wie ich sowas hasse in Spielen. Charaktere ur-egoistische Drecksäcke sind. Boss ist da. Ey! Aha, hoppala. Ich dachte schon, der ist in der Mauer verschwunden. Nee, nein. Ha, komm. Jetzt geht er endlich. Zack, weg mit dir, Boss. Ah, oh, Schlüssel wieder, geil. Mehr Schlüssel für später. So, sind die nochmal drei. Alter, der ist ja übertrieben stark. Wie er auch noch winkt. Geil, einfach geil. So, Level 8, besiege alle Gegner, das heißt, ich habe keinen Stress. Wunderbar. Ich würde mal sagen, ich mache es bis Level 10 und dann mache ich Schluss. Es ist mitten in der Nacht, ich habe, glaube ich, um 0:45, also so 0:45, habe ich circa mit der Aufnahme angefangen. Und ich denke mal, ich werde jetzt schon wieder über eine halbe Stunde wahrscheinlich aufnehmen. So, lala. Sind ja eh schon bei 8. Machen wir es noch bis 10 und dann. Autsch, ich muss die MP. Ja, dann sind das wirklich EMP. Dann kann ich mich da schön immun machen mit dem einen Anzug. Weil einen richtigen Anzug mit, wo ich Leben und so bekomme, gibt es ja nicht. So, die sollen alle auf den gehen. Ich muss da das hier zerstören. Oh, Leben, wunderbar. Über Leben freue ich mich immer. Der macht eh wieder alles alleine. Ich finde den wir am sympathischsten, das Winken einfach. Es heitert mich irgendwie auf. Und gleich nochmal, Junge. Nein. Gehen da definitiv jetzt nicht gleich rein, aber jetzt geht er rein. Da diese ganzen Bomben, die da überall rumliegen, Mann. Das ist ja nicht zu fassen. Wenn die jetzt mal aufhören, die ganze Zeit Bomben zu legen. Ah, das ist nicht vom. Das wird nicht vom Boss gelegt, sondern. Aha. Einfach nur das Level schwieriger machen. Zack und fertig. Ah, jetzt habe ich die Kiste hinten gar nicht aufgemacht. Gut. Level 9. Ah, Wellen wieder. Bei Wellen geht es immer relativ schnell. Wow, das Gebäude stürzt ein. Das fehlt mir noch, lebendig unter all diesem Schutt begraben zu werden.
War nur eine kleine Explosion, zum Glück ohne größere Schäden. Tja, falls ich hier sterbe, erzählen Sie bitte jedem, wie toll mein Anzug war. Ist Ihnen der Ruhm Ihres Anzugs wichtiger als Ihr Leben? Was? Natürlich nicht. Aber falls ich doch draufgehe, dann wenigstens nicht umsonst, stimmt's? Keine Sorge, ich bin heute nicht auf Sterben aus. Außerdem spiele ich heute eine von den Guten und der Held stirbt doch nie. Nehmen Sie das bitte ernst, ich will nicht, dass jemand verletzt wird. Wer sind Sie? Atlas? Meinen Sie, Sie können die ganze Welt auf Ihren Schultern tragen? Hehehe, ich lasse mich wohl leicht beeinflussen. Hm? Nichts, machen wir weiter. Dann mal los. Oh, dieses Mädchen, ey. Die hat ja gar nichts in der Birne. Nur so, oh, mein Anzug. Der ist super geil, ey, kauf den. Like meine Facebook-Page mit dem Anzug. Meine Fresse. Voll die Fame-Hure einfach, könnte man sagen. Also jetzt nicht Hure in dem Sinne, dass sie mit allen schläft, sondern Hure bezogen auf nur auf Fame aus. Ihr wisst eh, was mit Fame-Hure gemeint ist. Ich glaube, ich muss das nicht erklären, was das Wort bedeutet. Das trifft sie eigentlich voll, so wie die über ihren Anzug die ganze Zeit labert. Oh, wir sind ja schon bei Welle 3. Boss ist da. Und mein... dieser Roboter ist so geil. Ja, natürlich, wenn er mich blockt, ist es natürlich nicht so geil. Alter, der hätte ihn schon wieder alleine gemacht. Das ist doch krass einfach. Der Mensch ist aber auch krass von der Dame da. Von dem Mädel. Massive Kill. Zack. Da fliegt immer so viel rum, dass da gar nicht rankommen an die Gegner. So, ein Level noch. Ui, wir haben schon wieder 3 Sterne. Krass. Oh nee, Zeitlimit schon wieder. Okay, wir beeilen uns. Oh nein, nicht die Flammen, die blockieren mich ja immer. Ich darf an den Flammen nicht rumlaufen. Alter, diese Dinger, die machen mich ja richtig fertig. Okay, wir setzen den Anzug ein. Den Anzug, unseren kleinen Hilfsroboter. Und hoffen. Da ist der letzte. Ach komm. So, kurz mal healen. Ah, der ist noch weiter hinten gewesen. So, das dazwischen holen wir jetzt nicht, weil wir haben keine Zeit, weil wir nicht wissen, was beim letzten Level kommt. So, wir müssen uns beeilen. Diese ganzen Kreiseldinger, ey, die nerven so. Da ist noch einer. So, healen müssen wir jetzt noch nicht. Wir sind ja fast voll. Gut, wir sind beim Boss-Level. Oh, schnell raus. Ah, das wirft die Gegner halt nicht um. Das ist halt so blöd. Okay, Boss ist weg. Wir kriegen kein Geld, okay. Geld, hoppala. Wir kriegen kein. Mann, bin ich jetzt schon komplett blöd. Wir kriegen kein Schlüssel, so. Der räumt da wieder auf, unser guter Freund hier. Warum steht das noch immer da? Ich hab doch den Boss schon längst getötet. Alter. Alter, also verschwindet das eigentlich, wenn der Boss weg ist. Gut, haben wir es geschafft. Hm, ein Stern ist egal. Sternewertung interessiert mich hier nicht so. So, wir haben 5200. Hoppala, 5453. Und 2781 für den Anzug. Also, der wird mich interessieren mit dem EMP-Blocker. Agenten. Ah, nee, der wäre auf. Was ist das da? Gegenstandsdauer.
Ach so, ist das auf den Schild bezogen. Dass der halt dann statt 4 Sekunden 20 Sekunden hält, oder wie? Das Angriff interessiert mich auch nicht. Ich glaube, ich werde den Agentenanzug nehmen. Für TP plus 60 und FP plus 60. Es gibt halt leider nichts mit TP und Panzerung. Panzerung ist ja der Anzug. Ah, dann sparen wir halt auf den 6100. Das ist halt doch ein bisschen was. So, können aber theoretisch mit den Münzen Teile kaufen. Ah, ne, wir müssen den Charakter hochleveln. Hoppla. Ah, das kann man auch mit dem anderen Charakter spielen, wie man möchte. Okay, das ist interessant, dass das halt allgemein gilt. Wir machen... FP passen eigentlich. Ich würde gerne den Anzug ein bisschen besser machen und dann die TP erhöhen, also die Trefferpunkte. Sind wir schon mal bei 3040, was? 340. Gute Lad, dann würde ich mal sagen, ich mache jetzt eine Pause und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich denke mal, ich werde das schon noch aufnehmen und erst dann werde ich zum Grinden anfangen. Für den Charakter. Oder ich grinde dazwischen, das weiß ich noch nicht. Ich habe hier noch einiges, was ich davor hochladen muss. Also, bis gleich. Ciao, ciao.